Hallo und herzlich willkommen, ich bin Alpenex und ich begrüße euch zu Star Wars The Old Republic. Ja, und wir sind mit unserem Jedi-Gelehrten auf Sakul in den Sümpfen. Und wir haben HK-55 dabei und werden jetzt ein technologisches Objekt untersuchen. Das ist schon mal ein Schleicher. Arschgeige. Ja. Feind eliminiert. Erledigt. So. Alter. Scheiße, ey. Gib mal kurz. Verkauf mal kurz Schrott, Hacker. Enttäuschungssubroutinen aktiv. Okay, du hast nichts verkauft, okay? Auch okay. Ich habe keinen Schrott dabei. Schutzdienste online. Bericht erledigt. Feind eliminiert. Haben wir's. Boah, jetzt muss ich aufstoßen, ey. Ich hab noch meinen Kaffee hier stehen. Ach, Sprungtruppen. Arschlöcher. Ja, checken wir das. Okay. Auf der anderen Seite hier, wa? Da. Arschgeige, Geops, ey. Ja, so will ich das hören. So. Da hinten ist schon das nächste. Moment. Moment. Wo bleibt die andere Sprungtruppe? Und tot. So. Was hast du? Schuhe des effizienten Fremdlings. Die brauche ich nicht. So, da ist der Eingang. Also gehen wir da rein. Ja. Status zu meinem PC? Keine Ahnung. Dein Verhalten passt besser zu einem Leibwächter als zu einem Attentäter. Ist das deine Primärfunktion? Verifizierung. Das ist wirklich eine schwierige Aufgabe. Dass sich Mistress Beniko und Master Vortinas trotz ihrer hochriskanten Aktivitäten am Leben halten konnte, ist meine größte Leistung. Die beiden scheinen sich nahe zu stehen. Ablenkung. Ich bin nicht ihr darauf Status programmiert, hat sich verbessert. Die emotionalen Belange von Fleischsäcken unter meinem Ziel Schutz inaktiv. Zu werden oder zu diskutieren. So, so. Feind eliminiert. Auf jeden Fall. Ich habe keine Ahnung, was mit dem Ding ist. Das ist momentan so der Status. Mal will er, mal nicht. Aber ja, ich hatte ihn bei einem PC-Doktor. Ja, nennen wir ihn mal so, weil so hieß er. Und ich hatte ihn da. Er hat ihn nachgeguckt. Und ich kriegte eine 1A Diagnosesoftware-Bericht da. Dass das Mainboard einen Schaden hat, dass es definitiv ein Hardware-Schaden ist, habe ich mir gedacht, alles klar. Ich bringe ihn zu meinem PC-Heini des Vertrauens
weil der hatte keine Zeit, um den nachzugucken. Da habe ich gedacht, gut, dann bringst du den woanders hin, weil du willst endlich wissen, was da los ist. Und der checkt den und lässt auch nochmal eine Diagnosesoftware durchlaufen. Und was ist? Er sagt, Mainboard ist heile. Seine Diagnosesoftware sagt, da ist nichts. Ja, der eine so, der andere so. Ich bin verwirrt. So ist jetzt der Status. Ich habe echt keine Ahnung. Ich weiß auch nicht wirklich, was ich jetzt da machen soll. Aber ich werde mir auf jeden Fall was überlegen. Momentan, jetzt heute läuft er echt stabil, aber wer weiß, wie es morgen wieder ist. Bewunderung. Es ist eine wahre Freude, Ihre Fähigkeiten aus nächster Nähe zu beobachten, Herr. Herr? Klarstellung. Mistress Beniko änderte meine Programmierung, bevor wir sie befreit haben. Ich werde Ihnen mit der gleichen unübertroffenen Loyalität dienen wie ihr. Ihr Überleben ist im Moment sogar meine höchste Priorität. Aus diesem Gefängnis zu entkommen, war nur mein jüngstes Missgeschick. Du wirst alle Hände voll zu tun haben. Schmeichelei. Die Fähigkeiten, die Sie bis jetzt gezeigt haben und die Geschichten, die Mistress Beniko erzählt hat, weisen darauf hin, dass Sie sehr geschickt darin sind, für Ihr Überleben zu sorgen. Enthusiasmus. Ich freue mich darauf, jeden Feind zu vernichten, der unvernünftig genug ist, sie anzugreifen. Wiederaufnahme. Sollen wir fortfahren? Bitte. Okay. Ja. Ich weiß ja nicht, hattet ihr schon mal sowas? So einen komischen Fehler am PC, wo wirklich der eine sagte so, der andere sagte so. Also, ich weiß es nicht. Ich dachte einfach mal so, Diagnosesoftware, ja. Die eine hat jetzt gesagt, ist es das? Dann wird die andere auch wohl sagen, das ist das. Ja, ich habe keine Ahnung. Vielleicht gibt es unterschiedliche Arten, das Ding, das auszulesen. Ich habe echt keine Ahnung. Naja, warten wir mal ab. Ich hoffe, er hält. Ich hoffe, er gibt nicht auf. Weil das wäre echt ganz große Scheiße, wenn mir der PC abraucht. Weil es sitzt definitiv kein neuer drin. Also nicht mal eben so. Deswegen. Ich glaube aber, das Problem kennt jeder von euch, dass nicht einfach mal so eben ein neuer PC bei irgendwem drin sitzt. Also so viel verdiene ich auch nicht, dass ich mal eben sagen kann, ach ja, ich kaufe mir einen neuen PC. Sind ja nur 3000 Euro. Deswegen. Das sitzt einfach nicht drin. Hier ist der Weg nach unten und da wären wir. Ist das das Objekt, das du auf den Sensoren gesehen hast? Verifizierung. Jawohl. Ein weiterer Scan lässt darauf schließen, dass dieses Objekt seit mehreren Jahrhunderten hier ist. Jahrhunderte? Unter all dem Schrott hier draußen musstest du ausgerechnet die Antiquitäten finden? Beobachtung.
Sichtbare Bauelemente entsprechen weder einer älteren noch einer modernen Sakul-Kultur. Nicht von Sakul? Ist es denn möglich? Er handelt manchmal etwas ungestüm. Habt ihr eine Ahnung, was das ist? Sieht irgendwie aus wie ein altes Raumschiff. Das ist die Gravestorm. Das ist das einzige Schiff, das es mit der ewigen Flotte aufnahm und siegte. Habt ihr eine Ahnung, wie lange ich schon danach gesucht wurde? Und wir stolpern einfach so darüber? Ihr behauptet, dieses Schiff hätte gegen die ewige Flotte gewonnen? Und jetzt verrostet es in einem Sumpf, während die Flotte noch da ist? Die Flotte ist noch älter als Valkorion. Vielleicht sogar älter als Sakul. Die Schlachten fanden vor Jahrhunderten statt. Niemand kennt die ganze Geschichte. Aber die Gravestone kennt jeder. Ein Schiff mit genug Feuerkraft, um die ewige Flotte auszuschalten. Das ist Schicksal. Wir finden euren Fremdling und stoßen genau auf die Waffe, die wir brauchen. Wir werden siegen, Lana. Das ist unsere Bestimmung. Das ist sicher kein Zufall. Aber Bestimmung? Ich glaube, hier geht etwas anderes vor sich. Glaubt ihr, das hier ist eine Falle? Nein, das nicht. Ich weiß es einfach noch nicht. Wollen wir uns da drin mal umsehen? Feststellung. Lebenszeichen in der Nähe weisen auf Raubtiere hin, die dieses Wrack als Brutstelle nutzen könnten. Ich rate zur Vorsicht. Wir teilen uns auf, kümmern uns um die Wildtiere und treffen uns dann wieder, um das weitere Vorgehen zu planen. Okay. Guten Tag. Ich bin jetzt der neue Besitzer hier. Einer weniger. Na, das sind drei weniger, Goth. Zählen ist nicht leicht, aber lernt man in der Schule. So. Viecher ist tot. Ey, warum dreht er denn die Kamera so hart auf einmal? Abrechnung 16, 17, 23. Kann ich das Kabel anfassen da? Einmal? Ach, schade. Das wäre echt witzig geworden. Ja, da ist schon mal einer. Diese Kreaturen sind nicht gerade raffiniert. Die Beute, die sie sonst jagen, kann keine große Herausforderung sein. Ja, diese Viecher ausschalten? Sehr einfach. Ein Kinderspiel. Ja. Ruckzuck alles tot. Tot. So, da ist der Big Boss. Oder was heißt Big Boss? Der ist jetzt schon fast tot. Und tot. Jetzt die kleinen Scheißer hier. Bäm. Auch tot. So, Bene Uze, die Luftschleuse. Na. Kann ich alles nicht gebrauchen, ey. Hier droppt man aber auch nur noch Rotze, ey. Nur noch Rotze. Sumpf. Nach dem Schaden, den du verursacht hast, konnten sie nur dort sicher landen. Und wenn sie nicht sicher gelandet sind? Das werden wir noch früh genug erfahren. Sprungtruppen, das Gebiet durchkämmen. Konzentriert euch auf Gebiete mit hohen Metallsensorwerten. Ich habe die Sicherheit im Carbonitgefängnis geleitet. Ich...
Ich bin bereit, mich demütig für mein Scheitern zu verantworten. Schwester. Seine Antwort hat mir nicht gefallen. Dieses Schiff ist also schon seit 1000 Jahren hier. Was noch? Genau. Es ist unglaublich, dass es trotz allem noch in einem so guten Zustand ist. Dem Schaden nach zu urteilen, sind die Geschichten wahr. Die Erbauer der Gravestone müssen sie nach dem Sieg über die ewige Flotte hier aufgegeben haben. Sie wurde nicht abgeschossen. Die Flotte wurde besiegt, aber nicht zerstört. Valkorion hat sie unter seine Kontrolle zurückgebracht, vor mehr als einem Jahrhundert. Ganz genau. Die ewige Flotte ist komplett automatisiert. Niemand weiß, wer sie erbaut hat, aber es gibt die wildesten Theorien. Abtrünnige einer erfolgreichen Druidenrevolution. Vertreter einer Druidenrasse von jenseits der uns bekannten Galaxis. Ich sagte ja, verrücktes Zeug. Aber ganz egal, wo sie herkam, die ewige Flotte ist praktisch nicht aufzuhalten. Und Arkan kontrolliert vom Thron aus jedes einzelne Schiff. Wenn Valkorion mehr als ein Jahrhundert lang diese unaufhaltbare Flotte besaß, warum hat er sie dann nie genutzt, um den Kampf des Sith-Imperiums gegen die Republik zu entscheiden? Da können wir nur spekulieren. Wenn der Krieg nur Teil eines Rituals war, um den Imperator wirklich unsterblich zu machen, hätte der Einsatz der Flotte vielleicht irgendwie gestört. Es gibt aber noch viele andere Dinge zu besprechen. Ich schulde euch 5 Jahre Erklärungen. Und ich brauche ein paar Teile, um dieses Ding wieder in Gang zu bringen. Es wäre auch ratsam, Vorräte und Trinkwasser zu finden. Ich helfe euch, alles Notwendige zu finden, Lana. Also gut. Behauptung. Ich werde Patrouillengänge durchführen, damit unsere Position nicht von feindlichen Truppen verraten wird. Okidoki. Also, wir machen uns mit Lana auf den Weg, aber das machen wir in der nächsten Folge. Und wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, lasst ein Abo da und vergesst die Kommentare nicht. Und ich sage, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao.